dass alleine die Vereinigten Staaten von Amerika mehr als noch George W. Bush 700 Milliarden Dollar ausgeben, nur für Rüstung. Mehr als die Hälfte der Menschheit. Dass wir in Deutschland hier 35 Milliarden Euro verplempern, nur für Rüstung. Wir haben scheinbar Geld für gar nichts. Für Rüstung aber immer. Stattdessen haben wir einen Außenminister, der die Militarisierung der deutschen Außenpolitik nicht einmal als Thema zu begreifen scheint. Stattdessen aber herumturtelt, um 11 Millionen Deutsche, 15% der Bevölkerung, als Hartz-IV-Empfänger in einer Weise zu beschimpfen, die einfach infam und übel ist. Jeder siebte Deutsche, von Herrn Westerwelle angeklagt als möglicherweise arbeitsunfähig. Man sollte nicht das Versagen in der Außenpolitik umschichten durch ein noch schlimmeres Vergehen in der Innenpolitik. Es braucht nun wirklich keine höhere Bildungsoffensive, um ein wenig Mathematik zu treiben. Der Krieg in Afghanistan kostet schätzungsweise täglich 1 Milliarde Dollar. Bei 15 Millionen Menschen in Afghanistan bedeutet das pro Tag 70.000 Dollar. Könnten Sie sich vorstellen, was mit diesen Summen anzufangen wäre in Afghanistan, kämen sie den Menschen mal zugute? Wir hätten keinen Wohnanbau, wir hätten keinen Entwicklungsrückstand, wir hätten ein wohlbehütetes, prosperierendes Volk. Aber mit Bomben und Militär erreichen wir genau das Gegenteil. Die UNO erklären uns, dass man für 20 Milliarden Dollar schätzungsweise allen Menschen der Erde Zugang zu Trinkwasser verschaffen könnte. Für eine gleiche Summe die Slums der Großstädte auflösen könnte. Eine Welt rings um Mexico City, Madras, Bombay, Kairo, ohne Slums für 20 Milliarden, das ist weniger als ein 1/30 des Militäraushaltes der Vereinigten Staaten von Amerika. Stattdessen schützen wir uns militärisch vor Immigranten. 6.000 Menschen machen das Mittelmeer zu einem Massengrab für Flüchtlinge vor dem blanken Hunger. Und wir Deutsche haben keine bessere Antwort dafür, als Frontex, Frontier Exterieur, bezahlt hier in Berlin, Sitz in Warschau, auf die Menschen loszulassen. Wir führen Krieg gegen die Natur, die wir ausbeuten, gegen die Hungernden, die wir ins Elend treiben und all die Schäden, die wir mit dem Krieg und der Kriegsvorbereitung anrichten, haben wir nur eine Antwort, Krieg. Wir sitzen in einem Teufelskreis, aus dem wir heraus müssen, indem wir den Lügen der Regierenden nicht länger glauben. Und die 20-Jährigen, die man auffordert, zur Bundeswehr zu gehen, inzwischen sogar unter Beihilfe der Universitäten und der Schule, die die Propagandisten aufnehmen sollen, denen können wir nur sagen, Krieg dient niemals dem Frieden. So wenig wie Lügen der Wahrheit dienen und so wenig wie Katzen Hunde sind. Krieg ist das Töten von Menschen. Eine andere Aufgabe hat ein Soldat nicht, als genau das zu lernen. Eben deswegen ist zu fördern, dass wir Pazifismus nicht als einen Reflex in politischen Krisenlagen verwenden oder unter dem Druck von öffentlicher Angst, sondern als Prinzip begreifen. So wie in den 20er Jahren Albert Einstein, Hermann Hesse, Henri Babus, viele Leute, die man heute noch sehr lesen kann und lesen muss, öffentlich gefördert haben, die Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht und nicht wie Westerwelle und die Gelben es möchten, zum Ersatz durch eine Berufsarmee, sondern um einen Schnitt durch die ganze Geschichte zu machen, niemals mehr junge Menschen, die das Töten und der Drill auf den Kasernenhöfen ableisten müssen im Dienst für ein falsch verstandenes Vaterland.
Wir werden einen wirklich kulturellen Fortschritt nur erleben, wenn der Krieg nicht länger mehr den Regierenden als Option des Handelns konzidiert wird. Denn durch dieses Schlupfloch werden sie uns von einer Hölle in die andere jagen. Sobald man Krieg sagt, fallen wir um Jahrtausende zurück in die Steinzeit und verlieren die Option der Zukunft. Stattdessen müsste die Entwaffnung aller Nationalarmeen einhergehen mit der Stärkung der UNO als der einzigen Krisenstelle, die bei Konflikten, die lokal nicht lösbar sind, die Macht hat, recht zu sprechen und auch durchzusetzen. Dann aber brauchen wir keine amerikanische Hegemonialpolitik, die die UNO stranguliert oder als Propagandabühne missbraucht. Die Frage bleibt, welche eine moralische und religiöse Unterstützung wir in diesem Punkt erhoffen können. Kaum spricht Bischöfin Käßmann zum Neujahrstage Worte, die ein wenig neu klingen, hat sie von der katholischen Kirche bis heute kein einzig Wort der Unterstützung auf hoher Ebene. Stattdessen aber von den christlich sich gebenden Parteien jeden Widerstand. Politik hat frei zu sein von religiöser Beeinflussung. Als wäre es möglich, die menschliche Seele zu teilen in das, was die Hände tun und was das Herz fühlt und was der Kopf denkt. Diese Chirurgie sollte man im Reichstag nicht noch länger fördern. Man nennt sie Schizophrenie in der Psychiatrie und gemeingefährlich in der Kulturhistorie. Vor allem wollen wir nicht hören, wie Militärbischof Mixer noch erklärt, als die AWACS Aufklärungsflugzeuge nach Afghanistan geschickt wurden, das könne er noch gerade mittragen. Ich bin gespannt am kommenden Montag, wie er da sich verlautbaren lässt. Schließen möchte ich mit einem Aufruf, der 1947 in einem Basler Spital von einem lungenkranken Dichter Wolfgang Borchardt als Vermächtnis an die Menschheit formuliert wurde, im Wissen um das Grauen, was der Zweite Weltkrieg war und was jeder Krieg danach noch werden würde. Mann an der Werkbank, schrieb er, wenn sie wiederkommen und dir sagen, du sollst statt Rohren und Eimern Handgranaten und Kanonen ziehen. Mann an der Werkbank, sag nein. Und Mutter in Deutschland, Mutter in der Ukraine, wenn sie wiederkommen und dir sagen, du sollst Kinder gebären, Söhne für die Schützengräben, Mädchen für die Spitäler, Mutter in Deutschland, Mutter in der Ukraine, sag nein. Und Wissenschaftler in den Universitäten, wenn sie wiederkommen und sie sagen, du sollst den neuen Tod erfinden für das alte Leben. Mann im Labor, sag ihnen nein. Und Pfarrer auf der Kanzel, wenn sie wiederkommen und dir sagen, du sollst die Waffen segnen und den Krieg rechtfertigen. Mann auf der Kanzel, sag nein. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie heute hier sind, nein zu sagen. Und wir danken Ihnen, Herr Drewermann, für diese tolle, aufrüttelnde und wirklich mutmachende Rede. Dankeschön, vielen Dank. Dr. Eugen Drewermann, vielen Dank. Damit ist der erste Teil unserer Protestaktion beendet.